Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Der Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, kurz ÖRK, Professor Yuan Sokar, hat Antisemitismus als Sünde bezeichnet. Das sagte er bei der 11. Vollversammlung des Weltkirchenrates in Karlsruhe. Seit seiner Gründung habe der ÖRK Antisemitismus mehrfach verurteilt. Die Mitgliedskirchen hätten spezielle Programme entwickelt, um Antisemitismus zu bekämpfen und den Respekt für das jüdische Volk zu bekunden. Professor Yuan Sokar hoffe, dass man gemeinsam dazu beitragen könne, dass Israelis und Palästinenser in Frieden miteinander leben könnten. An der Vollversammlung haben mehr als 4000 Besucher aus rund 120 Ländern teilgenommen. Zum Welttag der Alphabetisierung am 8. September haben wir mit der Leiterin von Wycliffe Deutschland gesprochen. Eine gemeinnützige christliche Organisation, die sich für Sprachforschung, Bildung und Bibelübersetzung in aller Welt einsetzt. Wir setzen uns hauptsächlich für die Menschen ein, deren Sprache noch gar nicht erforscht ist. Das muss man wissen. Es gibt weltweit ungefähr 2000 Sprachgruppen, deren Sprachen noch nicht erforscht sind. Sie gehören zu den oralen Kulturen. Und da setzen wir uns für ein. Wir entwickeln ein Schriftsystem. Das ist die Voraussetzung für Alphabetisierung. Und wir arbeiten vor allen Dingen in Südamerika, Afrika und Asien. Und das kann ein ganz kleines lokales Leselernprojekt sein oder eben ein nationales, aufgestelltes, bilinguales Schulprogramm, das wir in Zusammenarbeit mit der Regierung durchführen. Gegründet wurde Wycliffe Deutschland vor rund 60 Jahren. Der Grund? Viele Menschen weltweit hatten damals keine Bibel in ihrer eigenen Sprache. Heute kümmern sich die Mitarbeiter auch um Schulunterricht und die Unterstützung von Minderheiten. Ich denke, das ist kein Geheimnis, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Bildung und Armut. Und wir möchten natürlich, dass Leute, die ja oft am Rande ihrer Gesellschaft leben als orale Kultur, dass sie nicht ausgegrenzt bleiben, sondern dass sie teilhaben können am nationalen Leben, aber dass sie eben auch ihr Leben gestalten können, dass sie ein Auskommen haben. Und das können sie natürlich durch Bildung besser erreichen. Sie haben eine höhere Chance, einen Arbeitsplatz zu bekommen und können eben auch gegebenenfalls in ein nationales Bildungssystem einsteigen. Die 150 Mitarbeiter von Wycliffe Deutschland arbeiten in über 30 Ländern. Vor Ort werden sie von einheimischen Partnerorganisationen unterstützt. Soweit die IDEA TV-Nachrichten. Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Tschüss und bis bald.